später arbeiten vor. Also sollte am nächsten Meter. Ja, und die Industrie oder die Arbeit 4.0 ist ja mehr das, was entsteht durch Digitalisierung und sowas. Also ist ja in der Schule genauso. Hallensport als richtigen Sport sozusagen anerkennen soll. Ich glaube schon, dass es eigentlich gut ist, das so anzuerkennen, also dass es dann so auch Turniere gibt, so wie bei den Olympischen Spielen zum Beispiel. Aber ich glaube, man muss da aufpassen, dass es sich nicht zu stark auf das Digitale umlagert. Und ich habe so ein bisschen Angst, also man merkt ja jetzt schon, dass die Vereinskulturen immer kleiner werden. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall auch eine Gefahr ist, dass sich der Sport so in der realen Welt sehr umlagern wird auf den digitalen Sport. Und ich glaube, dass es wichtig ist, da so ein Gleichgewicht. In der Uni lernen wir, dass man in der Schule lernt zu lernen, dass man praktisch dann nach der Schule weiß, wie man selbstständig lernt und dadurch ja praktisch die Skills hat, um sich Sachen wie eine Steuererklärung selbst beizubringen, weil man gelernt hat zu lernen. Das ist aber die Frage, ob man dann vielleicht nicht einfach direkt sowas lernt und damit dann ja auch lernt, wie man lernt, anstatt Sachen zu lernen, die man nachher nicht braucht. Wir glauben, die kommen natürlich raus mit einem gewissen Grundwissen in allen Bereichen, auch wenn du das nicht täglich brauchst. Und manchmal denkst du, ja, mein Gott, was soll ich damit? Aber es geht ja um so ein Grundverständnis von logischen Dingen, diesen grundmathematischen Verständnissen. Und das ist ja jetzt scheißegal, ob du da eine gleiche löst oder keine Ahnung. Aber es fehlt irgendwie der andere Aspekt, der einen irgendwie aufs Leben vorbereitet, der einem irgendwie zeigt, was passiert denn danach. Ich glaube schon auch, dass das oft so ist, dass man da sein Handy und seine Geräte nicht mit reinnehmen darf. Aber allein, dass man das dann halt so machen muss, ist ja schon auch wieder krass. Also, dass man auf sowas achten muss, dass man nichts mit reinnimmt, weil es einfach unfreiwillig oder weil man halt gesagt hat, okay, dafür, dass ich meine Kamera nutzen darf, muss ich mein Mikrofon freigeben und dann irgendwie einfach immer überwachen. Aber ich glaube so, wenn wir überwacht werden, könnte das vielleicht auch Auswirkungen auf die Arbeitsstelle haben, weil wenn jetzt so ganz große Firmen, die auch viel Geld haben, wenn man sich da bewerben möchte, es könnte ja auch sein, dass die dann Daten bei Google dann abkaufen.